Moin allerseits und willkommen zurück zu Nier Automata. Und wieso zum Geier ist diese Quest jetzt immer noch da? Hab ich die beim letzten Mal nicht gemacht gehabt? Ich bin gerade mega verwirrt. Hab ich das nur geträumt, dass ich... Selbst die Tür ist wieder zu. Was ist denn jetzt hier kaputt? Sag mal, was ist hier? Warte, du bist doch der Android, der schon mal da war. Mein Sohn hat sich schon wieder eingeschlossen. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns. Er hat alles versucht, da bin ich sicher. Aber die Angst war stärker und... Tja. Das Schloss ist sogar noch stabiler jetzt. Ohne deine Hilfe stehe ich bis in alle Ewigkeiten hier. Ja gut, dann mache ich halt mal wieder den Schlüsseldienst. Ich versuche mal, das Schloss zu hacken. Ja, halt mach mal wieder einen auf Schlüsseldienst. Krieg ich jetzt wenigstens ein Item? Oder war's das dann? Was? Hat er gerade was gesagt? Ich glaube ja. Ich glaube, da stand irgendwas mit ganz raffiniert oder so. Ach, jetzt hat er auch noch so eine Art Firewall, okay. Really? Ah, okay. Wollte schon sagen, ich komme jetzt nicht dran. Hi! Das Monster von dem Mann ist da! Ich habe mir solche Sorgen gemacht, junger Mann. Nicht zu glauben, dass du das nochmal machst. Ich hatte Angst. Als ich das Haus verlassen hatte, merkte ich, dass ich dieses Mädchen mag. Wenn ich sie sah, dachte ich, meine Schaltkreise brennen durch. Sowas hatte ich noch nie gefühlt und das machte mir Angst. Ganz ruhig, alles ist gut. Das nächste Mal suchen wir sie zusammen auf. In Ordnung? Okay. Danke nochmal, von Herzen. Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte, aber ich hoffe, das entlohnt dich ein wenig für deine Mühen. Okay. Muss ich irgendwann nochmal wiederkommen, damit du mir, keine Ahnung, noch mehr Kohle zustecken tust? Oh, und besuch meinen Sohn ruhig mal, wenn dir danach ist. Er scheint dich zu mögen. Ich weiß nicht, ob das wirklich mögen ist, aber okay. Das Kind hat ja Probleme. Ja. Aber so weit von Angstzustände bis zum geht nicht mehr und das als Roboter. Gut, ging ja jetzt wieder Richtung Waldkönigreich. Gut, das habe ich irgendwie vergessen. Ich dachte irgendwie, es geht jetzt schon direkt zur versunkenen Stadt. Aber anscheinend habe ich da so einen Zwischenpunkt vergessen. Das muss die Struktur, die Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. Wait a second, what? Der Aufzug ist nicht deaktiviert, beziehungsweise nicht gesperrt. Was? Kann ich da direkt runter zu Emil? Ist Emil überhaupt da unten? Und selbst wenn nicht, ist vollkommen egal. Da unten ist eine Kiste, die ich aufmachen konnte noch. Da ist die Kiste, ja. Stimmt ja. Was ist denn da drin, ne? Tagchen, Baller. Tschüssi, Baller. Archiv erhalten, Projektgestalt, Bericht 10. Was? Achso, wieder alte Weltmaterial, oder was? Okay. Ich habe vorhin nebenbei auch noch irgendwie eine Quest von Pascal bekommen, wo ich alte Weltmaterial finden soll. Ich weiß nicht, ich hab einfach alles übersprungen, habe einfach alles angeklickt, übersprungen und dann am Ende plötzlich eine Quest bekommen. Was haben wir denn da drinne? Projektgestalt, Bericht... Achso, warte mal, ist das irgendwie in Bezug auf Dingensbums? Mit den Gestalten und den Replicants oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht so genau. 18. April 2764. Okay. Wir haben besorgniserregende Berichte von mehreren Administrationszonen über Replikanten erhalten, die ein Selbstgefühl entwickelt haben sollen. Es wird im Moment untersucht, ob das Konsequenzen für Projektgestalt hat. Da andere offengelegte Angelegenheiten bereits der Administratorenvereinigung zugesandt worden sind, wurden sie hier ausgelassen. Okay. Nicht unbedingt jetzt allzu mega verwunderlich, dass irgendwie so ein Teil bei Emil rumfliegt, aber... Naja, was soll's. Habe ich halt ein bisschen alte Weltmaterial gefunden, ne? Oh, wait a second, das Lager ist schon hier? Okay. Interessant. Ich glaube, damit kann ich mehr oder weniger auch dann wirklich bestätigen, dass wirklich die Quests, die erledigt worden sind, am Ende auch erledigt bleiben. Gut, aufgehört jetzt mit dieser Frage, sonst frage ich sie mir wahrscheinlich dann noch in den nächsten 5 Folgen oder so. Nee, lass mal. Wenn ich euch hacken würde, dann... Here they come. Better keep your guard up. Wenn ich euch hacke und ihr dann explodiert, was passiert dann? Seid ihr alle tot?
aware of how to fight. You just be careful. I will too be. Nicht wirklich, aber ihr habt relativ viel Schaden bekommen. Das ist gut. Oh, so ist schön. Jetzt noch einer und dann habe ich die ganze Gruppe weg. Hallo. Und werde ich denn dann immer wieder getroffen? Menno. So. Geht doch. So lässt sich doch einfach... farmen? Spiel? Was? Vor 256 Jahren? Ja. Wäre das dann nicht eher ein Schloss? Ich glaube, dann sollte ich wohl zum Schloss rasen, wa? They were talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Maybe we should take a look. Ja, oder zur Burg. Meine Güte, ist doch vollkommen Wurst. Warum ist hier hinten so ein roter Punkt? Warum ist das hier so versteckt? Was da? Oh? Was ist das denn hier? Hallo? Warum liegt hier eine Leiche? Stay away from them! Leave this place! Leave now! Okay, now wait, what? Wer bist denn du? Was willst du denn jetzt von mir? Kann ich auch die Wildsau da hacken? Ich glaub nicht, oder? Don't know. Bitte, ich flehe euch an. Verschont sie. Bitte, ich flehe euch an. Okay, ja, von mir aus. Du kannst ruhig deine Tiere da behalten. Nein, was weiß ich, was du da für ein Streichelzoo hast. Nun gut, wir werden deine Viecher verschonen. Ah, danke. Warum hast du denn überhaupt all diese Tiere hier? Vor langer Zeit habe ich einmal ein verletztes Tier gerettet. An den Grund kann ich mich nicht erinnern. Das Tier begann mich zu mögen. Es folgte mir auf Schritt und Tritt, wir spielten zusammen, wann immer es möglich war. Es war warm, es machte mich glücklich. Interessant. Und immer wenn ich jetzt ein schwaches oder verletztes Tier finde, bringe ich es her. Ich kümmere mich um sie, bis sie wieder gesund sind. Danke, dass ihr sie verschont habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen. Ach ja, wir sind jederzeit willkommen und das, obwohl ich dir kurz zuvor noch eins aufs Maul gegeben habe und deine Tiere fast zu Hackfleisch verarbeitet habe. What? Wir werden sehen. Ja, hey, Level up. Und ich habe 20 Tierköder bekommen, die ich nicht mehr brauche? Egal. Und du gehst jetzt wohin? Okay, du spielst jetzt wieder mit deiner Wildsau, oder was? Okay, gut, dann, nett? Hab ich hier quasi eine kleine Sag mal, willst du mich... Was willst du von mir? Okay, ich weiß nicht, wieso diese Wildsau jetzt hier plötzlich im Kreis dreht. Okay, jetzt gehst du... Sag mal, nichts steht zwischen mir und Tobi, ja? Jetzt rennt der Elch da plötzlich gegen den Zaun. Sag mal, ich dachte, die Maschinen wären bekloppt, aber anscheinend sind die ganzen Tiere noch bekloppter. Huch, was? Wie? Schon wieder? His Majesty. He's
commission. We placed His Majesty's memory, his final memento, into this tiny child. And now we must raise this child so he might one day be our new king. He deserves a royal upbringing. He deserves protection. Okay. Interessant, die Erinnerungen sind in diesem Kind drin? Aber warum hat A2 es töten wollen? Und wie funktionierte das, dass die ganzen Maschinen Kinder haben können? Oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Bauen die Dinger nicht? Hä? Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das hier? Wobei, ich will es vielleicht lieber nicht wissen. Aber was, wie, was wird schon wieder? Ich erwarte das irgendwie nie. Ach, vor 4 Stunden, was? Okay. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich mal zu diesen einen Schmied-Oma hingehen. His Majesty hasn't grown at all. Ach, das merkst du jetzt erst. Liegt vielleicht daran, dass es eine Maschine ist. Not in the slightest. How can we make him bigger? I don't know. We're too dumb to figure that out. Ja. Was, wie? Warum bin ich denn jetzt plötzlich hier? Okay, wieder mal eben einfach mal so 2 Spielerleichen in der Gegend herumlagen. Und wieso kommen die nicht auf die Idee, mal eben einfach die ganzen Daten runterzuladen und einfach in einen anderen Roboter reinzupacken? Ich glaube, so schlau sind sie anscheinend nicht. Ich meine, ja, okay, die haben es ja eingesehen, dass sie ziemlich dämlich sind anscheinend. Naja, gut, hier bin ich wieder. Und wenn das jetzt richtig sein sollte, dann ist das hier eine Kiste. Ne? Ja. Und die habe ich beim letzten Mal nicht verschoben. Oh, super. Kein Wunder, warum ich da nicht reingekommen bin. Ah, ich glaube, das reicht. Hallo, Waldschmied. Du siehst aus wie ein Samurai und hast ein ziemlich glühendes Schwert. Das ist schön. Ich bin Masamune. Ich betreibe eine Schmiede. Ihr scheint eure Waffen und Rüstung gut zu behandeln. Wenn ihr erlaubt, werde ich eure Ausrüstung verbessern. Okay, mehr hast du nicht zu sagen. Das ist schön. Was hast du denn so? Achso, weil, nee, Quatsch. Was hast du denn so und ich gehe auf Upgrade, genau. Okay, du hast das Ding, eine Maschinenaxt und Maschinenspeer, okay. Sehen jetzt nicht unbedingt mega geil aus, aber vielleicht können die ja irgendwie was. Aber die hole ich mir vielleicht irgendwann später oder so. Na, da werde ich doch ganz sentimental. Das Weißschwert, das ihr bei euch führt, wurde auch vor langer Zeit von meinem Meister geschärft. Mein Meister hat zu seinen Lebzeiten 8 schwarze und weiße Waffen gesammelt und verfeinert. Leider wurde um ihrentwillen sehr viel Blut vergossen, weshalb mein Meister sie an verschiedenen Orten versiegelte. Ihr scheint zum rechten Umgang mit ihnen fähig zu sein. Kleine Siegelschreine wurden an jenen Orten errichtet. Wenn ihr sie wollt, solltet ihr sie suchen. Okay. 16 Schwerter? Interessant. Wahrscheinlich gibt ihr mir dann irgendwas als Dank dafür, dass ich jetzt dann irgendwie... Als Dank dafür? Weiß... Als Belohnung dafür, dass ich dann wahrscheinlich alle gesammelt habe. So eine Art Master Sword. Ach, jetzt muss ich ja den ganzen Weg ja nochmal neu laufen. Super. Ich frage mich eigentlich, für was dieses eine Item, beziehungsweise ich habe mittlerweile sogar eine 2. Kiste gefunden, wo ein Item drin ist, das ich einfach nicht mitnehmen kann, weil es für irgendeine Maschine oder so sein soll. Was soll ich damit machen? Bestimmt auch irgendwann für später, denke ich mir mal. Oder? Ja, denke ich mal schon. Ich werde jetzt bestimmt wieder irgendeine Cutscene kriegen, oder?
Is this their king? Mhm. Und jetzt ist es nur noch eine Blechdose. B. That's an android. A Yorha type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. To B. Muss ich? Was? Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Kann die nicht einfach hier in der Gegend herumspringen? Ich meine, sie sieht jetzt nicht unbedingt... Okay. 2B will ja immer nur aufs Maul hauen. Das ist immer noch sehr nett von ihr. Wobei, ich kann sie bestimmt hacken, oder? Na, kann ich sie... okay, du kommst von oben. Ja, schönen Dank auch. Lass mich doch mal in Ruhe, ich will dich einfach nur hacken. Ich will einfach nur in dein Instes reingucken, ja? Na echt, mal dreimal hacken und schon bist du down? Kauf dir mal eine bessere Virensoftware. Oder eine Firewall. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. Werde ich schon, werde ich schon. Kann ich hier wieder in der Luft stehen, ne? 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 Ja, ich stehe schon wieder halbwegs in der Luft. Geil. Damn. She got away. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Whether in wind or rain, thunder or snow, or even amidst the rising flames of war, they were always together. They never understood why, and yet they spent their lives nestled together, forever, forever and ever. Pascal, this is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Hmm. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Oder ich benutze einfach den Teleporter. Wait a second. Hier gibt's theoretisch einen zweiten Eingang. Echt jetzt? Keine Ahnung, ich benutze einfach immer den Teleporter. Ich habe gerade gesehen, hier war eine dritte Quest. Wieso ist hier eine dritte Quest? Lass mich mal kurz auf der Map gucken. Hier ist eine dritte Quest. Wieso ist jetzt hier plötzlich eine dritte Quest? Ich glaube, das ist das Tor, oder? Wo soll denn das sein? Warte mal, das ist hier die Brücke. So, okay. Da. Ich bin quasi... Ich habe mich wirklich weggeportet, obwohl ich eigentlich genauso gut hätte hinlaufen können. Egal. Egal. Muss ich das halt immer so machen. Tue ich halt lieber die noch einfache Variante nehmen, statt die einfache Variante, weil die noch einfache Variante einfacher ist. Wait a second, das ist schon wieder die Quest. Wieso hat er sich denn jetzt schon wieder da eingeschlossen? Oh Gott, was ist denn mit diesem Kind da oben kaputt?
Eigentlich wollte ich jetzt zu Pascal gehen, weil vielleicht triggere ich noch irgendwas, aber... Okay, was ist mit dir wieder los? Hallo, mein Androidenfreund. Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber mein Sohn hat sich anscheinend erneut Schon wieder? Er schien sich gefangen zu haben, hat sogar mit seinem Schwarm gesprochen, aber gestern gab es einen Rückfall. Es ist mir unsagbar peinlich, aber könntest du mir noch einmal helfen? Na, von mir aus. Könntest du vielleicht demnächst mal keine Tür kaufen oder bauen oder reißt gleich die ganze Hütte ab? Dann hast du kein Türproblem mehr. Na gut, was soll's. Das wird spaßig. Hm? Du solltest nicht auch noch stolz sein, dich vor der Welt zu verstecken. Und überhaupt, du hast doch jetzt eine Freundin. Vielleicht. Ich erzähl's dir, wenn du mein Schloss aufkriegst. Wie dämlich ist das denn? Ja. Der dauerhafte Einsiedler, was? So hieß die Quest? Hieß die Quest die ganze Zeit so? Ist das jetzt kürzer? Nee. Das habe ich jetzt nicht lesen können, verdammt. Hör auf mich zu schießen. Das ist jetzt nicht so... Verdammt! Das Schloss ist hartnäckiger als ich gedacht. Ja. War wohl nix, ne? Ich bin trotzdem durchgekommen. Durch deine Billig-Firewall. Tagchen! Du hast gewonnen. Weißt du eigentlich, wie viel Ärger du damit allen machst, junger Mann? Also, weißt du's? Okay, Junge. Raus damit. Was ist los? Ich hab's versucht, okay? Ich bin raus und hab mit jemandem gesprochen, den ich getroffen habe. Sogar mit diesem Mädchen. Hat Spaß gemacht. Aber dann wurde es schwer. Es bleibt nicht beim Reden. Man muss zwischen den Zeilen lesen und so. Also habe ich beschlossen, dass es für mich einfacher ist, zu Hause zu bleiben. Aber jetzt habe ich einen Traum. Ich will der beste Einsiedler überhaupt werden. Okay. Was? Nächstes Mal mache ich ein Schloss, das du in einer Bazillion Jahre nicht aufkriegst. Hast du meinen Liebling gehört? Er hat sich ein Ziel gesetzt. Wie wundervoll! Und all das dank dir. Wes? Nicht der Rede wert. Warum habe ich das Gefühl, dass wir wieder von vorne anfangen? Wahrscheinlich, weil es so ist. Why? Bestimmt, wenn ich das nächste Mal wieder hier reinkomme, habe ich noch eine Quest. Und dann hat er keine Tür mehr, sondern einen Tresor. Und dann werde ich die Tür nicht aufmachen, da kann er drin versauern. Oh Mann, ja gut. Jetzt Richtung Pascal. Eigentlich wollte ich ja dahin von Anfang an. I'm surprised you wish to speak with me personally. Whatever is the matter? It'll be faster if you just take a look at this recording. Ach was, ach so, warte mal. Kann ich jetzt da irgendwas sehen, wenn ich die Daten übertrage? Ah, wahrscheinlich nicht. Schade. I see. Information about this A2 android is indeed contained within our archives. We all understand her to be rather dangerous. However, she's never visited our village in person. My apologies. That's all the information I have. I see. All right, thanks. Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. Ach, jetzt willst du Pausen machen, okay. Ja, schade, dachte jetzt eigentlich, dass wenn ich die Daten wieder übertrage, dass ich dann vielleicht irgendwas bekomme. Aber anscheinend ist dem nicht so. Gut, jetzt bin ich gerade irgendwie zu doof, eine Leiter runterzugehen. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn ich mal hier Ende machen, beim nächsten Mal dann wohin gehen nochmal? Ich glaube, zum Widerstandslager musste ich jetzt genau hin. Und danach musste ich, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, zum versunkenen Stadt. Ich glaube, da musste ich dann als nächstes hin, oder? Kann sein. Übrigens, beim letzten Mal gegen Ende von der Cutscene von Adam und Eve, da konnte man was sehen, was ich überhaupt nicht bemerkt hatte, weil es gerade mal für eine Bruchteil einer Sekunde oder so zu sehen war. Das war irgendeine holographische Gestalt gewesen. Und danke an Lunox Knight, ich glaube, so war der Name, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, fürs Aufmerksam machen, sonst hätte ich nämlich gar nicht das gesehen gehabt. Aber ich habe schon eine gewisse Vermutung, wer das sein könnte, und zwar entweder Devola oder Popola. Bin mir nicht so 100% sicher, weil da die Farbe von der Kleidung nicht so richtig passt, aber staturmäßig und von der Frisur mäßig könnte das irgendwie passen. Ich weiß nur nicht, zu wem das irgendwie zutritt. Aber ich habe nicht gerade unbedingt gute Erinnerungen an die beiden aus dem ersten Teil, weil da wollten die mich umbringen. Keine Ahnung, warum die hier in diesem Teil wieder drin sind. Wollen die das Gleiche machen?
Ich hoffe ja mal nicht. Naja, werde ich ja dann früher oder später bestimmt auch herausfinden. Aber gut, ich mache jetzt hier an dieser Stelle Ende. Dem zufolge auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.